Da hat der gute Boy sich verschaltet. Schade. Der Wheelie hätte gut werden können. Bin ich irgendwie in den Zwischengang gerutscht oder so, ich weiß es nicht so genau. Ich lass die Bitches tanzen à la Figaro. Es ist Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Blackout, Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. Moin Moin ihr Landrand, was geht ab? Blackies am Start. Und willkommen beim neuen Video, ich hoffe ihr könnt das gut hören. Ich bin dabei mit... muss mein eigenes Nummernschild ein bisschen verstecken hier. Mit Zink, der da hinten ist, auf seiner Ducati. Wenn ich mich umdrehe, dann zeige ich mein eigenes Nummernschild. So, genau, und wir sind im Hafen. Und ich hoffe mal, dass der Sound nicht absolut Katastrophe ist, denn wie ihr es schon im Schatten sehen könnt, vielleicht so ein bisschen, ich habe einen neuen Helm. Die, die mich verfolgen bei Snapchat, Instagram und so weiter, habe ich auch in einem Video von gestern oder vor ein paar Tagen, glaube ich, gesagt, wissen das schon, haben den auch schon gesehen. Also wenn ihr mir auf Social Media folgt, da bin ich recht aktiv und da passiert das natürlich immer sofort und ist nicht vorproduziert. Das heißt, da könnt ihr immer ein paar Eindrücke kriegen. Zink hat jetzt seine neue Ducati. Das ist unsere erste gemeinsame Fahrt zusammen. Und das ist mega geil, aber ich habe schon irgendwie ein scheiß Gefühl dabei, weil ich höre einfach so viel Wind im Helm, was mich selbst nicht stört. Aber ich denke, wenn das auf der Kamera drauf ist, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich hoffe, der Winkel passt, dass man den Lenker sieht, aber noch weit genug im Horizont. Ich habe die Kamera nämlich jetzt unterm Schirm festgeklebt und das alles verkabelt und so weiter. Aber hier ist es auch besonders windig jetzt gerade. Auf jeden Fall ist das so geil. Endlich ein Crosshelm. Er sieht so mega geil aus. Und Zink noch dabei, ja. Und es passt einfach so gut zusammen, es sieht mega geil aus. Wir haben gerade ein paar Fotos gemacht, die natürlich dann auch auf Instagram zu sehen sind, wenn ihr Bock habt. Und ja, wir fahren ein bisschen Hafen, ein bisschen Hamburg, ein bisschen alte Zeiten, Zink und ich. Zink fährt die ganze Zeit hinter mir her und meint so, Junge, Junge, wie deine Fahrkünste sich verbessert haben. Weil der hat mich ja jetzt schon ein Jahr nicht mehr fahren sehen und das Ganze mit Schwarzwald und Kurvenfahren und so weiter, das hat er alles noch gar nicht gesehen und weiß gar nicht, wie ich hier mittlerweile fahren kann. Und ja, des Weiteren gibt es neues Dekor auf meinem Bike. Vielleicht kann man es so ein bisschen sehen. Wenn ihr davon was sehen wollt oder darüber, besser gesagt, der hat einfach nur mal Schild GG für uns. GG, good game. Dann schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, dann bringe ich das. Und sonst seht ihr ja das Dekor auch irgendwie andauernd auf Fotos und so weiter. Ne? Ich hatte jetzt keine Lust dazu ein Video zu machen. Ich wollte das einfach schnell verkleben heute. Das Wetter war geil, ich wollte schnell fahren. Und jetzt sitzen wir auf dem Bock. Und es bockt rot. Boy sich verschaltet. Schade. Der Wheelie hätte gut werden können. Bin ich irgendwie in den Zwischengang gerutscht oder so, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist es für mich natürlich mega geil mit dem Helm, dass er so luftdurchlässig ist.
Aber so, ich habe echt Angst davor, mir das Material hier anzuhören. Weil es echt sein kann, dass es mega doll rauscht. Da muss ich mir was Gutes einfallen lassen, dass das nicht so ist. Weil das war halt mein größter Punkt, dass ich immer gesagt habe, ich will kein Crosshelm. Einfach weil ich Videos damit mache und das super windig ist dann, weil die haben natürlich eine super geile Winddurchlüftung, weil die Crosshelme sind ja eigentlich auch für Cross gedacht. Und man fährt damit ja auch eigentlich, es hat sich halt eingebürgert damit, dass man Straße damit fährt. Aber man fährt normalerweise ja mit dem Crosshelm auch wirklich Crossstrecken. Und das ist super heiß und da braucht man halt eine mega gute Durchlüftung, ne, damit man nicht so unter dem Helm schwitzt. Weil man da ja auch nicht so schnell dann unterwegs ist. Ja, schneller als der Metronom, Digga, dem zeigen wir es. Also wie gesagt, nicht wundern, wenn die Soundqualität jetzt mega scheiße sein sollte. Dann werde ich versuchen, da noch was dran zu ändern. Und werde nicht aufgeben, bis es klappt. Das Wetter ist aber mega geil, es ist so komisch. Vorgestern und gestern war es super kalt und jetzt ist es auf jeden Fall wieder richtig heiß. Ich verstehe das immer überhaupt nicht. Aber Zingsmaschine hört sich auch richtig geil an. Richtig, richtig nice. Wir haben einfach, wie er in seinem Vlog, schaut auf jeden Fall mal bei Zing vorbei, wie er gesagt hat, das ist richtiges Gewitter. Jetzt kommt eine geile Kurve. Ah, das macht Spaß. Da kommt er mir noch nicht hinterher. Ah. Mal gucken, was er dazu sagt. Und was sagst du? Krass, wie die Kurven jetzt sind. Das ist so geil aus. Und ich bin ja zu mir, Digga. Ich bin voll. Der Schleif wieder drauf, Digga. Wir müssen mal zusammen in Harz fahren, einfach. Wir müssen in Harz fahren zusammen oder so. Ein paar Kurven, ein bisschen üben und so. Dann läuft das schon. Ist alles Gewöhnungssache. Das ist grün. Das ist so dumm mit den Lichtern, dass man dann nicht sieht, ob grün ist. Man kann es halt so schwer sehen, dann auch mit so einem Visier und wenn das dann so spiegelt und so. Mann, irgendwie habe ich Probleme damit, jetzt in zweiten Gang, in dritten Gang zu schalten. Nicht mehr überholen, wir sind da, danke. Kennt ihr das, wenn ihr selber fahrt, kennt ihr das, dass ihr manchmal so die Wheelies richtig drauf habt und die richtig laufen? Manchmal geht einfach, läuft überhaupt nicht. Ich habe das heute, dass einfach gar nicht geht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir Mühe gegeben, ich bin gut gefahren im Schwarzwald und so weiter und es hat sich gelohnt, mein Fahrkönnen ist richtig viel besser geworden. Ist dann wieder Fotoshooting. Und ich kann die jetzt auch ein bisschen schon drücken, aber das muss ich noch ein bisschen üben, also es ist echt mir ein bisschen fremd, weil ich halt immer der war mit in die Kurven legen und Knie eher als die Maschine drücken. Das ist einfach ein großer Unterschied. Aber es kommt nach und nach. Macht ja auch mega Laune. Aber ich denke, ich werde mal das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beziehungsweise, ich habe es überhaupt hochgeladen. Weil... Nice, 100% Brille. Wie ich. Ich habe auch eine. Weil, wie gesagt, keine Ahnung, wie das mit dem Sound ist. Aber sonst sehen wir uns auch im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen mehr wie immer, Träumchen. Peace out. Pa, 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 pa.